Liebe Videofreunde, es ist wieder soweit, es ist Halloween. Kauft Süßigkeiten, holt die Kürbisse raus und besorgt euch gruselige Kostüme. Ich selbst habe mich auch als das Gruseligste verkleidet, was mir einfällt. Ein Kommunist. Freiheit für Kuba! Aber es geht ja hier nicht nur um Unmengen Süßkram und Verkleidungen. Was wäre Halloween ohne Horrorfilme? Und dafür habe ich euch heute ein ganz besonderes Exemplar mitgebracht. In vitro. In vitro kommt aus dem Lateinischen und bedeutet so viel wie im Glas. Damit bezeichnet man Vorgänge, die außerhalb von lebendigen Organismen, also Experimente, die in einer künstlichen und kontrollierten Umgebung stattfinden. Im Gegensatz dazu gibt es in vivo, das sind Vorgänge, die im lebendigen Körper stattfinden. Danke, Wikipedia. Nun kann man in Horrorfilmen solche Vorgänge auf hunderte verschiedene Weisen verwursten. Kranke Experimente, Folterungen, Menschenversuche. Nein, das ist alles viel zu einfach. Hier versucht man einen ganz anderen Weg. In vitro fängt an einem Schauplatz an, an dem jeder beschissene Film anfangen sollte. Einem Klärwerk. Und da gibt's dann diese drei Typen, die irgendwelche Fundsachen aus dem Abwasser ziehen. Manchmal holt man hier Sachen raus, da weiß man überhaupt nicht mehr, was das ist. Ich glaube, ich habe alles gesehen, was Abflussrohre ausspucken. Bei den ganzen miesen Filmen kann ich mich damit irgendwie identifizieren. Er fischt also etwas so Ekelerregendes heraus, dass er es gleich an diese Fachverkäuferin für biologische Ausschussware Belinda Joost weiter vertickt. Ob das tatsächlich eine anerkannte Berufsbezeichnung ist? Als ich zum ersten Mal in die vier babyblauen Augen sah, die mir aus dem Spiritusglas entgegenstrahlten, dachte ich an sie. Die wiederum hat zwei Kunden, Dr. Lorca und Napoleon Lazar. Lorca hat eigentlich das Vorkaufsrecht auf alle ihre ekelerregenden Exemplare, aber die nette Dame versucht mit Lazar einen größeren Schnitt zu machen. Der Plan geht allerdings nach hinten los, weil ihre sonst hirnamputierte Empfangsdame ihre fünf Gehirnzellen zusammenkratzt und Dr. Lorca informiert. Klar soweit? Lorca fühlt sich hintergangen und schickt seine barbusige Assistentin los, um Lazar zu überfallen. Dass die dabei mitten im Winter oben ohne und nur mit Hotpants und einer Affenmaske bekleidet durch die Gegend läuft, ist dabei völlig schlüssig und normal. Keine Tricks, oder du gehst als wandelndes Sieb in die Geschichte ein. Hier drin steckt meine Brieftasche. Bedienen Sie sich. Lazar geht mit Joost zu einem Privatdetektiv, weil er sein mutiertes Drecksvieh zurückhaben will. Biologische Kuriositäten. Okay, sorry. Gemeinsam schmieden sie einen Plan, wie sie in das Schloss von Dr. Lorca eindringen können. Und das ist kein Witz. Der lebt in einem Schloss. Ja, in früheren Zeiten stand es am Rhein. Ich ließ es abreißen und hier wieder neu aufbauen. Mit allem Komfort, versteht sich. Lorca selbst hat mehrere dieser Abnormitäten. Da gibt's das Vieh, das aussieht wie ein Stachelschwein. Das Ding, das aussieht wie das Ding. Gott weiß, was das sein soll. Und den neuen Oberboss-Freak mit zwei Mündern und vier Augen. Was stimmt nicht mit diesen Leuten? Was sie allerdings noch nicht wissen, der neue Oberboss-Freak mit zwei Mündern und vier Augen hat Superkräfte und erweckt kurzerhand die anderen Teile zum Leben, die jetzt durchs Schloss irren und alle dort tyrannisieren. Klingt vielleicht spannend, ist es aber nicht. Die Figuren sehen nur am Anfang eklig aus, danach werden sie ganz schnell langweilig und irgendwie unfreiwillig komisch. Vor allem, wenn sie dann anfangen, die Schauspieler anzugreifen, sieht man richtig, dass es nur Puppen sind, die da von den Leuten durch die Gegend gewackelt werden. Aber was will man schon erwarten von einem Film von Charles Band, der schon für solch große Werke verantwortlich war wie Trancers, The Brain, Evil Bong und Evil Bong 2, King Bong. Natürlich ist der Film mies, aber das Coole daran ist, dass er das weiß. Er weiß, dass er schlecht ist und genau das macht es schon wieder so lustig, ihn zu gucken. Die Charaktere sind so einseitig und dumm, dass man eigentlich nur lachen und mit dem Kopf schütteln kann. Die Effekte sind so mittelmäßig, an manchen Stellen kann man sogar die Strippen sehen. Und von einer Story oder gar Spannung müssen wir gar nicht erst anfangen. Am coolsten ist aber der Privatdetektiv, der immer genau das sagt, was der Zuschauer denkt, wenn gerade mal wieder irgendwas Sinnloses passiert ist. Kommen Sie, er ist tot. Ich weiß nicht, wo die Scheißsäure plötzlich herkommt, aber er ist tot. Man kann so viel an dem Film entdecken, zum Beispiel wenn Lorca und Lazar anfangen mit Schwertern zu kämpfen, was schon echt an Fremdschämen grenzt. Lassen wir den Stahl sprechen. En garde! Oder zum Beispiel, wenn sich das Ding-Ding sexuell an dem kleinen dummen Blondchen vergreift. Oh, behave! Ich kann mir nicht helfen, aber die ganze Zeit, wenn ich diesen Film sehe und diese komischen Freaks da rumlaufen, ich muss die ganze Zeit an South Park denken, an diese Folge mit Peter. Töte mich! Ich will nicht zu viel vorwegnehmen. Der Film hat sicherlich seine Momente, aber er ist nicht besonders stark und vor allem ist er nicht gruselig. Das einzig Gruselige an dem Film ist sein Format. Ich meine, der Film ist von 1997 und immer noch in 4:3?
Das muss nun wirklich nicht mehr sein. Aber naja, was soll's, der Film ist mies, der Film ist billig. Ja, aber er ist so mies und so billig, dass es schon wieder lustig ist und es Spaß macht, ihn zu gucken. Und genau das ist es doch, was man von einem guten Trashfilm haben will, oder nicht? Nun viel Spaß auf eurer Halloween-Party oder eurem Horrorfilmabend. Wenn ihr Wünsche, Feedback oder Kommentare geben oder eine Revolution starten wollt, schreibt mir einfach. Links zu Facebook und Instagram wie immer in der Beschreibung. Ihr könnt natürlich auch Kommentare oder ein Abo dalassen. Vielen Dank fürs Reinklicken. Cuba Libre, Viva la Revolution. Bis nächste Woche.